Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum in Berlin. Wir haben uns alle sehr auf diesen Tag gefreut, denn eigentlich sollte heute die große Neueröffnung stattfinden. Die Dauerausstellung, die alte, ist ja seit 2017 geschlossen. Es gab viele andere Veranstaltungen und Ausstellungen, aber das große Fest, auf das wir uns alle so gefreut haben, es fällt aus bekannten Gründen aus. Ich freue mich aber dennoch, denn ich kann an diesem Sonntag reden mit der neuen Chefin. Seit 1. April ist sie hier im Amt. Hetty Berg, erstmal ganz herzlich willkommen. Sie Danke. Sind zwar die Hausherrin, aber ich moderiere. Hallo. Sie auch herzlich willkommen. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Und schön, dass wir reden können über das, was Sie sich vorgenommen haben, zumindest über das, was die Leute dann irgendwann hier erwartet in diesem Haus. Denn die Spannung ist sehr groß und ich denke mir, Sie haben auch viele Fragen. Die können Sie uns auch schicken über Twitter oder Instagram und ich versuche, die dann hier in unser Gespräch mit einzubinden. Ich hatte übrigens die große Ehre, schon mal durchzulaufen. Ihre Mitarbeiterin haben mich reingelassen, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Bevor wir über all das reden, was Sie sich vorgenommen haben und was wichtig ist für ein jüdisches Museum in Berlin, erstmal ganz persönlich an Sie die Frage. Sie kommen aus Amsterdam, sind jetzt also hier im Amt, können aber eigentlich keinen empfangen. Wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie durch das Haus gehen? Ja, das ist natürlich ganz anders, als ich mich vorgestellt hatte, aber das ist für jedermann so. Mhm. Im Augenblick ist die Welt ganz anders. Und es war ziemlich schön, um doch anfangen zu können, dass ich nicht in Amsterdam bleiben sollte, dass ich nach Deutschland kommen könnte. Und ich habe die Kolleginnen und Kollegen mit einer Videokonferenz begrüßt. Mhm. Ja, und, aber jetzt bin ich fast 2 Monate hier und habe ich natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon kennengelernt. Und es wird hier sehr hart gearbeitet, um die neue Dauerausstellung fertig zu stellen und auch natürlich um das Kontakt mit dem Publikum zu behalten durch digitale Mittel, wie wir heute auch machen. Mhm. Aber es ist natürlich, ein Museum ist ein sozialer Ort und es soll Besucher geben, die mit den Ausstellungen interagieren. Und das ist jetzt nicht möglich und das ist natürlich unglaublich schade. Ja. Sie sind ja auch tatsächlich noch nicht fertig. Es fehlen noch einige Objekte. Das hat auch wieder mit Corona zu tun, dass Leihgaben nicht kommen können oder woran liegt das? Ja, wir haben Verzögerung bekommen, nicht nur wegen Leihgaben, aber auch weil die Grenze zu waren und Vitrinen geliefert werden sollen. Auch Menschen, die hier arbeiten aus dem Ausland, konnten nicht kommen und das hat alles zu Verzögerung geleitet. Und wir hoffen, im Spätsommer zu eröffnen. Aber dieses Moment und diesen Tag, wenn es hier voll mit Leuten gewesen wäre und in der Garten und war ein sehr schönes Programm von Veranstaltungen vorbereitet. Und das alles ist nicht da. Das ist natürlich eine große Enttäuschung für das ganze Team, das so lange an diese Neudauerstellung gearbeitet hat. Und auch unsere neue Kinderwelt Anoa, weil es gibt auch noch einen ganz neuen Ort da für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Auch das kann jetzt nicht öffnen. Und ja, in das Museumarbeit ist es immer so, dass man nach so einem Punkt zulebt. Und es ist eine große Spannungsbogen und es wird wirklich sehr hart gearbeitet. Und dann kann das Moment nicht kommen und das ist sehr dauerhaft. Das ist so, als ob man für eine Theaterpremiere ganz lange schon probt und dann geht der Vorhang nicht auf. Ja, das ist dasselbe. Ist das ein ganz wichtiges Haus für Berlin, ein großes Haus auch mit 19 Millionen Etat, 160 Mitarbeiter sind es, glaube ich, so in etwa. Und ein Haus, das für die Stadt und auch für das ganze Land sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht können wir die Leute doch schon neugierig machen auf das, was sie dann erwartet im Spätherbst. Ich habe es mir angesehen, was mir als erstes aufgefallen ist. Ich will das jetzt nicht immer vergleichen mit der alten Ausstellung, aber die war sehr überladen. Es gab sehr viele Objekte und die unglaubliche Schönheit dieses berühmten Hauses ging etwas unter. Mir scheint jetzt so, als würde die neue Ausstellung mehr harmonisieren mit dem Haus, mit der Architektur? Ja, es ist wirklich, die Gestaltung ist state of the art und es ist weniger überladen und jedes Teil der Ausstellung ist wirklich mit dem Inhalt zusammengestaltet. So, jedes Teil hat ein anderes Gefühl und das wirkt sehr schön zusammen und
Es ist jetzt so, es ist nicht nur chronologisch, es gibt so diese Epocheräume, aber die sind jedes Mal unterbrochen von Themenräumen. Und so gibt es auch mehr Fokus auf jüdische Kultur und Religion. Judentum, Religion. Und das gibt eine sehr schöne Abwechslung. Und dadurch in diese Themenräumen, die über Schabbat oder was ist heilig im Judentum, an Objekten oder wie klingt das Judentum, das sind immer Themen, die dann auch bis in der Gegenwart durchlaufen. So, es ist sehr abwechslungsreich und wir haben auch sehr viele neue Media benutzt. So, es gibt Virtual Reality mit über 3 Synagogen, die zerstört worden sind. Und ich habe mich das angeschaut. Das ist unglaublich. Es ist wirklich, wie man in so einem Raum ist und man kann so überall herumgucken und ja, so es ist sehr mit all diese neuen Medien gibt es auch etwas für verschiedene Besucher, wie sie eine Ausstellung ansehen wollen. Also mit so einer VR-Brille kann man durch eine längst zerstörte Synagoge gehen. Plötzlich die räumlich erfahren. Ja, das habe ich auch ausprobiert. Andere interaktive Varianten, die ich auch sehr wichtig finde, wird es geben, gerade in Zusammenarbeit dann vielleicht mit Schulklassen, mit Jugendlichen, die kommen. Also ich nehme mal diesen Antisemitismusraum, nenne ich es jetzt mal, den es vorher auch nicht gab und den es geben muss. Dort werden ja auch die Leute herausgefordert, sich selbst zu verhalten zu der Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? In welchem Verhältnis steht er zum Rassismus? Also wie soll das dann funktionieren bei euch? Ja, das ist ein Raum, wo Fallbeispiele, rezente Fallbeispiele gezeigt werden mit einem kleinen Film. So für, zum Beispiel, wenn jemand Judensau sagt oder du Jude auf dem Spielplatz. Und dann in diesem Unterteil unser Bildungsprogramm, dann sprechen die Schüler untereinander, weil sie beschimpfen einander natürlich auch mit sehr vielen Worten. Was heißt das und ist das dann antisemitisch? Und wo? Sie müssen wirklich darüber diskutieren und nachdenken. Und dann gibt es auch Kommentare von Sozialwissenschaftlern und Historikern, die das dann auch bewerten, so ein Beispiel. Und was das Wichtige daran ist, ist, dass die Kinder, aber auch unsere anderen Besucher selber nachdenken und selber ihre Meinung bilden. Und das ist nicht nur in diesem Raum über Antisemitismus, aber das gilt für die ganze Dauerausstellung. Da werden viele Themen wie Migration und Ausgrenzung und Zugehörigkeit und Identität und Diversität, die werden gezeigt durch die ganze Geschichte und in der Gegenwart. Und ich denke, dass Menschen dann selber darüber nachdenken. Und ja, das ist so eine wichtige Aufgabe des Museums. Sie sind seit 1. April offiziell im Amt, haben natürlich sich schon sehr viel früher entschieden, herzukommen. Und wenn wir jetzt reden über Antisemitismus, dann war damals wahrscheinlich, als Sie sich entschieden haben, die Situation noch eine andere. Es verändert sich ja ständig jetzt gerade etwas in Deutschland. Wir hatten das Attentat in Halle. Wir haben jetzt verschwörungsnarrative Erzählungen im Zusammenhang mit Corona, die auch wieder antisemitisch grundiert sind. Also die Situation war eine andere, als Sie hergekommen sind. Und Sie müssen im gewissen Sinne ja auch darauf reagieren jetzt im Haus. Ja, das ist natürlich sehr schwierig, die Situation, und dass es solche Theorien gibt und so einen Anschlag wie in Halle, das hatte ich mich nie vorstellen können. Und dass das auch die Lebenswirklichkeit der Jüdinnen und Juden in Deutschland wirklich geändert hat. Aber an der anderen Seite ist es auch eine starke Motivierung, um Direktorin dieses Hauses zu sein, weil ein Museum will natürlich eine Rolle spielen in der Gesellschaft. Und ich sehe dies als eine wichtige Aufgabe, um gegen Stereotypen zu kämpfen und Vorurteile abzubauen. Und es leben so viele Gruppen hier in Deutschland und in Berlin und man weiß so wenig voneinander. Und ich glaube, dass die zu informieren, eine Begegnung zu realisieren und dann auch gute Debatten haben zu können, so, das ist auch
ein offener Raum ist und dass ein Museum wirklich eine gesellschaftliche Rolle spielen kann. Lassen Sie uns da gleich drüber weiterreden, weil das ja die große Frage ist. Welche Funktion kann ein jüdisches Museum noch dazu in der Stadt, in der Hauptstadt der Täter haben? Wo sehen Sie die Rolle des jüdischen Museums? Wo steht das? Ja, ich denke, dass die... dass das Informieren und einen Kontext bieten und die jüdische Geschichte, aber auch die Themen, die ich gesagt habe, die auch die wichtige Frage von heute sind, für verschiedene Gruppen, die zusammenleben und die, ja, das Zusammenleben und Ausgrenzung und Zugehörigkeit, dass wir das hier zeigen können. Und deshalb ist es mich auch sehr wichtig, dass wir die Besucher erreichen, die diese Gesellschaft ausmachen. Weil man kann nur eine Rolle spielen für die Gesellschaft, wenn die Menschen auch hier kommen. Und das ist wirklich eine meiner Ziele, ist, um mehr Berliner und mehr deutsche Besucher ins Haus einzuladen. Weil bisher waren 75% der Besucher internationale Touristen. Das ist natürlich toll. Es hat immer sehr viele Besucher gehabt, dieses Haus. Aber es ist, ich denke, es ist ein wichtiges Haus für diese Stadt und es soll mehr wie ein kultureller Knotenpunkt sich mehr vernetzen in der Stadt. Und dazu ist natürlich unsere neue Kinderwelt Anova auch ein sehr schönes Mittel. Sie kommen da immer wieder drauf. Ich merke schon, wir reden nachher auch nochmal auf jeden Fall über diese Kinderwelt, ja, weil es auch nochmal ein schönes Angebot ist. Aber lassen Sie uns einen Augenblick dabei bleiben, welche Funktion so ein Museum hat. Denn mir ist auch aufgefallen jetzt beim ersten Eindruck, dass der Nationalsozialismus, die Shoah, vielleicht sogar eine größere Rolle spielt als in der alten Ausstellung. Also es ist ein sehr breiter Raum, sowohl die Struktur der Vernichtung, aber auch die jüdischen Perspektiven, die Erfahrungen werden da verarbeitet. Warum nimmt das jetzt meines Erachtens einen deutlich noch größeren Raum ein? Ja, das ist recht, das haben Sie gut gesehen. Aber es ist nicht nur die Shoah und den Holocaust und den Nazi-Periode, aber auch die Nachkriegszeit. Und das ist sehr wichtig, dass man auch die Kontinuität zeigt. Und es gibt hier einen Bereich, das sehr viel Besucherforschung macht. Und auch für diese neue Dauerausstellung ist viel Besucherforschung gemacht. Und da war auch klar, dass die Besucher darüber viel Fragen haben. So sowohl die Kriegsperiode als auch das Nachkriegszeit, das Leben bis in der Gegenwart. Und deshalb hat es jetzt mehr Raum bekommen. Und ich glaube, dass es ist sehr wichtig, um zu wissen, was zerstört worden ist in der Shoah, um die Geschichte zu zeigen. So, was war das jüdische Leben? Weil man kann sagen, oh, das ist alles, so viele Juden sind ermordet worden und das jüdische Leben, das war vorbei und so weiter. Aber was war es dann, das zerstört geworden ist? Das ist sehr wichtig und sicher so wichtig ist, um das jüdische Leben und die Reichtum und Lebendigkeit des jüdischen Lebens auch heute wieder zu zeigen. Und dann ist es so eingebettet in die ganze Geschichte. Trotzdem, ich war, obwohl man doch glaubt, viel zu kennen und zu wissen, zum Beispiel von einem Raum sehr beeindruckt, der schon sehr weit jetzt ist in der Gestaltung. Da sieht man die ganzen Gesetze und Verordnungen. Und zwar so an großen, fahnenhaften Tafeln. Das sieht dann so aus wie so ein Labyrinth der Bürokratie. Und es sind Tausende. Also man kennt ja die Nürnberger Gesetze, aber dass da wirklich fast täglich dann weitere diskriminierende Maßnahmen erlassen wurden. Warum ist Ihnen das so wichtig, auch diesen bürokratischen Apparat noch mal so ausführlich zu zeigen? Es ist ein ganzer Gang, durch den man dann geht. Ja, und das ist ein sehr wichtiges Raum und das ist sehr schön gestaltet. Das ist, um zu zeigen, was ein Wahnsinn das war. Und wie die Nazis da, oder das, ja, Nationalsozialismus sich so ganz obsessiv mit den Juden beschäftigt haben. Und das sieht man. Und dann, ja, ich weiß nicht, was für einen Eindruck das auf ihn gegeben hat. Es hat mich dann tatsächlich nochmal erschüttert. Also in dieser unendlichen Fülle, dass es eine eigene Verordnung gab. Juden, ich glaube 38, Juden dürfen keine Kleingärtner mehr sein. Also da hat jemand eine eigene Verordnung erlassen, um das festzulegen. Das ist in seiner Niedertracht
ein ganz kleines Detail, aber es erschüttert umso mehr. Nicht? Ja. Und es ist wirklich, dass man sieht, dass von 33, dass es all diese kleinen Schritte waren. Und es war nicht auf einmal Deportation, aber all diese, zuerst die Isolierung und Menschen apart setzen und dann weiter. Dann der Raub, dass sie alles entnommen sind. Und so war es so durch all diese Jahre. Und ja, ich glaube, dass wir die Besucher wirklich deutlich machen, was da gibt. Also die Räume übrigens verengen sich dann auch tatsächlich architektonisch. Es wird immer enger, so wie auch die Katastrophe immer größer wurde und es keine Fluchtmöglichkeiten mehr gab für die Juden in Deutschland. Das spürt man förmlich, wenn man da durchgeht jetzt auch. Wichtig finde ich ja die Frage, und der müssen Sie sich jetzt ganz besonders stellen, wie erinnern wir uns überhaupt an die Zeit? Wie gehen wir mit jungen Menschen um? Wir haben kaum noch Zeitzeugen, die authentisch berichten können. Und wir haben die Dokumente, wir haben die Bilder. Mir erschien zum Beispiel so, als würden Sie nicht mit schockierenden Bildern arbeiten. Da gibt es schreckliche, wie wir alle wissen, Dokumente aus den Lagern. Es ist vielleicht ein anderer Weg, Menschen zu erreichen. Aber wir müssen darüber nachdenken. Wie gehen wir um mit diesem Erbe und wie können wir ohne die authentischen Zeitzeugen heute noch etwas bewegen? Ja, ich denke, das ist an viele Orte, wo man sich damit beschäftigt und hier auch. Und es hat einen sehr guten Bildungsbereich, das auch sehr viel damit macht. Mhm. Aber für mich ist es sehr wichtig, dass sich Fokus nicht nur an diese Periode gibt. Ja. Und das ist viele Jahrhunderte, es ist nächstes Jahr 1700 Jahre deutsche Geschichte. Und bis in der Gegenwart und alles, was jetzt passiert, das ist auch sehr, sehr wichtig, um zu bewerten und zu zeigen und darüber zu diskutieren. Also im Museum wird man noch immer wieder die jüdische Perspektive sehen, aber auch die andere Perspektive, die staatlichen Unterdrückung oder auch Förderung. Wir haben auch die Aufklärung als eine Zeit, auch eine Blüte gewissermaßen. Alles wird gezeigt. Aber was ich auch interessant finde, offenbar haben Sie immer wieder auch so Kunstwerke eingeflochten, auch von ganz modernen, zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen. Welche Funktion werden die haben innerhalb eines Museumganges, den man da doch dann absolviert? Ja, in diesem Rundgang gibt es zeitgenössische Kunst und die geben Kommentar. Das kann Kommentar sein in einen Epochenraum oder in einen Themenraum. Und es gibt Künstler wie Gilad Radman, Anselm Kiefer, Edmund de Waal, Hagit Hollander, Yael Bartana, also eine ganze Menge. Und das ist wirklich, das meine ich auch mit abwechslungsreich. Und dann wird durch die Kommentare von einem Künstler das Thema oder die Geschichte auch wieder ins Heute gezogen. Mhm. Und das sind natürlich auch wichtige Stimmen. Also wir haben ja eine Frage, die bezieht sich nochmal direkt auf den Holocaust. Wir haben darüber gesprochen, über die staatliche Repression, die Diktatur, aber vielleicht tatsächlich noch nicht über die eigentliche Darstellung der Vernichtung. Denn da gibt es auch Räume und da haben Sie auch einen Weg gefunden, darüber zu sprechen. Ja, das ist alles mit mehr originalen Dokumenten und das ist ganz klein. Und was auch benutzt wird, sind so Infographics, so keine große grafische Repräsentierung, sondern sieht man, wo die deutschen Juden, nach welche Lager sie deportiert sind. Aber am Ende sieht man auch für ganz Europa, in die verschiedenen Länder sieht man so ein, wie groß die jüdische Bevölkerung war, so eine Zeichnung, so mit Menschen und dann in weiß und dann in schwarz das Teil, wie viele von diesen Juden ermordet worden sind. Und dann sieht man bei Griechenland und bei den Niederlanden, dass das fast dasselbe ist. Mhm. Und in anderen Ländern wie Deutschland, dass das Teil weniger ist. Und das gibt auch grafisch so einen sehr starken Eindruck. Mhm.
Und ich finde, man erfährt auch sehr viel über die Organisation des Holocaust. Ja. Also wie ist das abgewickelt worden? Wie weit wurden die Juden selbst instrumentalisiert in bestimmten Funktionen? Also das ist, finde ich, schon sehr instruktiv und sehr genau, also um diese Frage hier auch schon mit zu beantworten. Jetzt haben Sie ja gesprochen von der Vielfalt des jüdischen Lebens, was übrigens immer für das Haus hier wichtig war, das nicht nur als ein Holocaust-Museum zu begreifen, sondern tatsächlich die Vielfalt, die lange Geschichte zu zeigen. Nun leben wir in einer Stadt mit einem sehr bunten jüdischen Leben. Aus ganz verschiedenen Ecken Europas kommen Juden hierher und haben ihre Tradition mitgebracht. Sie kommen aus den Niederlanden, haben auch ihre Tradition. Hier wird auch gefragt, wie wollen Sie damit die Berliner und Berlinerinnen erreichen? Also wie kann man diese Strahlkraft des Hauses, so verstehe ich die Frage hier auch, erhöhen mit dieser Buntheit? Ja, weil ich hoffe, dass wir auch wirklich Raum bieten können für diese viele neue Initiativen. Und es ist eine ganze neue Generation mit sehr verschiedenen Hintergründen und eine Menge von Ideen. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier auch ein Podium bieten können, um das hier zeigen zu können und auch die anderen Besucher dann diese Vielfalt spüren lassen. Und ich denke auch, dass das würde eine Aufgabe, um in Kontakt zu kommen und auch die Bedürfnis dafür zu untersuchen und auch mit Besucherforschung, was erwarten die Berliner von diesem Haus und können wir darin einander entgegenkommen. Es wird übrigens dieser ganze Abschnitt Holocaust dann auch münden in einen Extraraum über Israel, auch über die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Beschreibungen mit Cover zum Beispiel vom Spiegel, wo man mal sehen kann, wie ist Israel auch in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen worden im Verlauf der Geschichte. Also es sind sehr unterschiedliche Ansätze. Sie selbst haben Erfahrung mit jüdischer Museumsarbeit. 30 Jahre, glaube ich, waren Sie in Amsterdam tätig im jüdischen Museum und haben da wesentlich mitentwickelt, dieses ja sehr eindrucksvolle jüdische Kulturviertel. Jetzt haben Sie hier nur ein Haus. Das könnte ich ja sagen, fehlt Ihnen jetzt vielleicht auch dieses Raumgreifende, nach außen gehen? Ja, ich sehe es nicht, dass es hier nur ein Haus gibt. In Amsterdam, das kann ich Ihnen ein bisschen erzählen, gab es das Jüdische Historische Museum in alten Synagogen. Und dann gab es eine portugiesische Synagoge, die noch immer als sephardische Synagoge funktioniert, mit einer 400 Jahre alten Bibliothek und zwei holocaustbezogene Orten und ein Kindermuseum haben wir dort in Amsterdam. Und man hat so sehr viel Angebote und verschiedene Orte, die verschiedene Besucher anziehen. Und ich sehe hier nicht nur ein Haus, ich sehe hier die Altbau für die Wechselausstellungen, die Daniel-Liebeskind-Bau für die Dauerausstellung, die auch für die Architektur schon viele Menschen anzieht. Und dann gibt es einen schönen Garten hier hinter uns, die Akademie, eine Bibliothek, ein Archiv, viele Veranstaltungen und jetzt dann auch noch die neue Kinderwelt Anova. Also man kann das hier auch wie ein kultureller Campus sehen oder ein kultureller Hub mit all diesen verschiedenen Angeboten, was wirklich ein Reichtum ist auch für die Stadt und das Land. Ein großer Unterschied zu Amsterdam ist sicherlich, das haben Sie jetzt auch schon angedeutet, dass es dort mehr Räume gibt, auch mehr Gebäude gibt, die authentische Zeugnisse sind, die man einbeziehen kann. Das ist ein großes Unterschied. Dort wird erzählt, ich sage noch immer wir, dort wird erzählt in Amsterdam, was auf diesem Ort geschehen ist. Oder ist das Ausgangspunkt, wird natürlich viel mehr erzählt. Hier ist, es war auch schon in den 30er Jahren gegründet, das Jüdische Historische Museum. Hier ist seit 2001, nächstes Jahr haben wir auch ein 20-jähriges Jubiläum dieses Haus. Und es hat einen sehr anderen Grund, dass es gegründet worden ist, durch den Bundesstaat. Und es hat auch eine sehr symbolische und politische Bedeutung, dieses Haus. Und da unterschied es sich auch von Amsterdam. Und dies ist auch eine der größten von Europa. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen, das der Regierung und der Gesellschaft setzen wollte mit der Gründung dieses Hauses. Seit der Gründung hier, der Eröffnung 2001, waren 13 Millionen Menschen hier. Das muss man sich auch mal vorstellen. Sie haben aber gesagt, vor allem Touristen, Menschen aus dem Ausland. Wie ist das in Amsterdam?
In Amsterdam ist es so 50% und 50%. So 50% niederländische Touristen oder Menschen aus Amsterdam. Auch viele Schüler natürlich, wie hier auch, in die Bildungsprogramme. Und auch sehr viel, eine sehr gute Mischung von Juden und Nichtjuden. Und so ein Haus ist natürlich für alle da. Es ist für Nichtjuden und Juden. Und auch hier in Deutschland ist es eine gemeinsame Geschichte. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, um auch die deutsche Besucher und die Menschen hier aus dem Kiez hier im Haus zu haben. Schafft man ja oft mit, das mag der Berliner ja auch sehr, Events. Also nicht nur mit der Ausstellung, die sicherlich dann sehr spannend wird, sondern dass man die Leute reinzieht mit ganz speziellen Angeboten. Ja, ja, es hat hier immer diese Sommer im Garten gegeben und auch das musste leider dieses Jahr ausfallen. Aber das war natürlich ein sehr schönes Programm mit Jazzmusik und jedermann auf diese, ich weiß nicht, diese Stühle, Strandstühle, ich weiß nicht, wie das heißt. Liegestühle. Was? Liegestühle. Liegestühle und ja, so. Und dann sind wirklich Berliner hier sehr gekommen, aber auch, glaube ich, für die Veranstaltungsprogramme und auch für die Akademikprogramme. Das ist nicht etwas, das die Touristen dann bringt, aber das ist wirklich für die Stadt und für das Land. Wir haben auch eine sehr persönliche Frage, aber nicht nur, nämlich was reizt Sie an Berlin? Wenn man aus Amsterdam kommt, ich finde eine interessante Frage. Ja, ja, ich bin in 2016/17 hier fast eine Jahre gewesen, weil mein Mann in das Wissenschaftskolleg Fellow war und dann habe ich wirklich Berlin entdeckt und ja, es ist wie New York in der 60er und 70er Jahre war, mit aller Kunst und hier geschieht wirklich, hier ist es spannend, hier entsteht viel neue Sachen, das im Allgemeinen und ja, alle kulturelle Angebot ist so groß, Musik, Opera, Theater, alles. Aber für das Jüdische ist es auch sehr, sehr interessant und spannend, weil das Jüdische ist hier in Berlin wirklich im Wandel, wie wir schon gesagt haben, neue Generation. Und es gibt so viele Initiativen und so viele, ich bin auch ja, sehr verschiedene Dienste gewesen und in Synagoge, aber nicht nur in Synagoge, auch bei Menschen zu Hause oder so mehr ein alternatives Circuit, das es sehr viel weniger gibt in den Niederlanden und das ist auch natürlich viel. Ja, das ist für mich auch sehr, sehr schön. Und der Stadt ist sehr grün. Und das liebe ich auch. Und die Menschen sind wirklich nett und warm. Und Sie trauen sich inzwischen auch wie in Amsterdam mit dem Fahrrad zur Arbeit ja, zu fahren? Ja, ich bin gerade, zuerst ging ich mit dem Auto hin und her, was ich niemals gemacht habe in den Niederlanden. Aber Freitag war ich zum ersten Mal und heute auch auf dem Fahrrad. Und das ist so viel schöner. Ja. Aber ich muss auch meinen Weg natürlich kennenlernen. Im Vorfeld auch Ihrer Ernennung dann gab es, das haben Sie sicherlich verfolgt, auch sehr heftige Auseinandersetzungen von verschiedenen Institutionen. Auch die Frage, dass das Museum bisher nicht die jüdische Perspektive genug beachtet hätte, dass man also vielleicht auch das Museum in jüdische Hände legen sollte. Das sind Sie jetzt, Sie sind Jüdin. Spielt das für Sie tatsächlich eine wichtige Rolle? Und haben Sie, ich stelle die Frage gleich noch mit dazu, diese wirklich sehr heftigen Debatten verfolgt und wie sind Sie denn auch damit umgegangen? Ja, ich habe es natürlich verfolgt. Wir haben immer viel Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich bin den Rest der Frage vergessen. Weil ich zwei Fragen auf einmal gestellt habe, sollen wir nie machen. Erste Frage, ist es wichtig, dass Sie Jüdin sind? Ah ja. Entschuldigung. Ja, ich denke, dass ich Jüdin bin, qualifiziert mich nicht für die Stelle. Aber für mich persönlich ist das wichtig und macht es einfacher. Was wichtig ist für so eine Stelle, ist, dass der Person, die es leitet, sich gut auskennt mit jüdischer Geschichte und Kultur und Erfahrung hat mit Museumsarbeit. Aber für mich selber ist es wichtig und auch meine Arbeit wird durch meine jüdische Identität genährt, aber meine jüdische Identität wird auch sicher genährt durch meine Arbeit und durch
ja, in all diese langen Jahre. Und die Frage, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, auch, dass Sie das verfolgt haben. Also die Debatte geht ja auch noch weiter. Die Frage, ist es genug, was hier geschieht, um jüdische Haltungen, Perspektiven zu zeigen? Müsste sich da was verändern im Haus? Ja, ich denke, dass die neue Dauerausstellung, das ist alles, hier wird aus jüdischen Perspektiven die Geschichte und die Gegenwart gezeigt. Und auch mit diesen jüdischen Perspektiven wollen wir auch all diese komplexe und dynamische Entwicklungen in der gegenwärtigen Gesellschaft auch aufgreifen. Und da gibt es auch sehr komplexe Themen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass darüber gesprochen werden kann in einer, wie sagt man das, auch in einem geschützten Raum und mit Respekt und Offenheit. In dieser ganzen Vielfalt auch der geschichtlichen Erfahrungen. Das fand ich schon sehr interessant. Jetzt sind Sie selbst ja, also ganz ursprünglich mal, Tänzerin gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt. Wie lange haben Sie getanzt? Ja, ich habe Bildung gemacht für Tanzlehrerin, für Ballettlehrerin. Und ich habe, ja, ich denke, wenn ich 4 war oder etwas angefangen mit Ballett. Ja. Und dann habe ich 2 Jahre in London und noch 2 Jahre in Amsterdam eine Tanzakademie gemacht. Und dann bin ich damit aufgehört, weil es für mich nicht genug intellektuelle Herausforderungen gab. Aber ja, wenn man so viel immer bewegen hat, das bleibt natürlich. Das, das ist gut. Ne? Außerdem haben Sie vielleicht Dinge gelernt, die man auch als Museumsdirektorin braucht, also Durchhaltevermögen. Ja, Zähigkeit. Ja, Disziplin auch. Ja. Ja. Aber das ist für alles ist das zu nutzen. Ja. Ja. Ja, aber vielleicht auch ein Verhältnis, das merkt man manchmal bei Tänzern, Tänzerinnen, ein gutes Verhältnis zum Raum, also ein Raumgefühl. Menschen, die sich in einem Raum bewegen, das ist das Wesen von Museen. Ja, sicher. Ja, Menschen gehen hier durch. Ja. Tanzen vielleicht nicht, aber verhalten sich zum Raum. Ja, und danach habe ich Theaterwissenschaft studiert und da hat man natürlich auch was, ein Theaterstück, da ist das, die Erzählung bewegt auf das Podium und die Besucher sitzen still und in einer Ausstellung ist das das Umgekehrte. Die Erzählung ist statisch und die Bewegung ist durch die Besucher. So, es ist alles auch eine Repräsentierung natürlich. Ja. Gleichzeitig wird es, und da sind wir wieder bei den Räumen, immer wieder auch Räume geben der Meditation, der Ruhe, wo ich mich dann wirklich in aller Ruhe zum Raum verhalten kann. Es gibt so eine Art Synagogenraum oder was Sie wollen. Schabbat. Genau, für den Schabbat. Dann gibt es die Möglichkeit, Musik ganz in Ruhe zu hören, zu fragen, gibt es jüdische Musik? Auch eine interessante Frage übrigens. Also in diesen Räumen, dann kann ich mich tatsächlich auch versenken und vielleicht auch mal abschalten, sogar mal einen Augenblick und in mich hineingehen. Ja. Ja, und das ist natürlich auch wichtig für die Abwechslung. Ja. Nicht nur die Gestaltung, aber wie man interagiert mit was gegeben wird. So, es gibt auch ein sehr schönes Kino, so in diesem Bauhausstil von Mendelssohn. Und dort wird ein großer Film gezeigt über die Weimar-Periode. Und dann hat man wieder einen Moment zu sitzen, weil es ist natürlich eine große Oberfläche. Es ist 3500 Meter. Ja. Und es wird viel gezeigt und viel erzählt. So, dann muss man immer wieder einen Ruhepunkt haben und dass man wieder Energie bekommt. Und wir haben natürlich auch diese Hall of Fame, haben Sie gesehen? Ja. Mit all, das ist auch ein bisschen, wie sagt man, eine Winke. Ja, so ein bisschen ironisch auch. Mit ich weiß nicht, wie man das sagt. Und dann sieht man all diese, aus der ganzen Welt, so diese berühmten Juden, alle Hannah Arendt, Sigmund Freud, Jesus, Maimonides, Marx Brothers und so weiter. Und da kann man auch sitzen und die koschere Gummibärchen aus einem Automat holen und jedes Mal so ein Ruhepunkt und ein gutes Ort für Selfies. Das ist heute auch sehr wichtig für ein Museum. Ja.
Das ist ein sehr schöner, also ist das Treppenhaus, ja, ja, im gewissen Sinne. Und das hat was Comichaftes auch, nicht? Also auch eine durchaus humorvolle Variante. Und es ist wichtig, was wir auch jetzt versucht haben, also diese Verbindung von der großen Geschichte, dem großen Anspruch, dem Projekt und den persönlichen Erfahrungen. Also immer wieder kann man Familiengeschichten nachvollziehen, zum Beispiel Biografien, Porträts sehen von Menschen, gerade die in Berlin gelebt haben. So haben wir es ja auch versucht, ihre Biografie ein bisschen einzubinden jetzt. Aber ich denke, diese Dialektik ist es ja eigentlich, ja, die braucht der Museumsbesucher. Ja. Sie haben, das war vielleicht noch nicht eingeschaltet, aber es gibt so eine sehr große Wand mit Touchscreens, ja, und dort werden Familienarchive gezeigt, weil wir haben sehr viele Archivalien von jüdischen Familien, auch die ausgewandert sind oder die noch hier leben. Und dann werden all diese persönlichen Geschichten gezeigt. Und das ist auch ein schönes Änderung mit der vorherigen Dauerausstellung, dass jetzt 70% von den fast 1000 Objekten aus der eigenen Sammlung ist. So in diese 20 Jahre von 2001 bis jetzt hat die Sammlung sich wirklich enorm gewachsen. Und das ist natürlich auch schön, weil das ist auch eine der Core-Tasks. Kernaufgaben. Kernaufgabe von einem Museum, um eine Sammlung zu haben. Ja, da passt gleich unsere nächste Frage ganz wunderbar dazu, die ja kam, nämlich was ist Ihrer Meinung nach eine der großen Herausforderungen oder was sind insgesamt die Herausforderungen jetzt für Museen? Also nicht nur für dieses Haus, sondern überhaupt heutzutage für Museen. Ja, ich denke, dass diese gesellschaftliche Rolle, die ein Museum spielen kann, um zu zeigen auch, dass Museums matter, das ist so ein Slogan, und dass es ein Ort ist, um die Geschichte und die Gegenwart zu bewerten und auch diese Debatte, dass es einen geschützten Raum gibt, um Debatte zu führen und auch über Themen in der Geschichte, aber auch für heute und natürlich ein Ort der Begegnung. Mhm. Jetzt haben Sie schon die ganze Zeit immer wieder gesprochen über die Kinderwelt. Da war ich noch nicht, da darf ich danach mal rein, freue ich mich schon sehr drauf. Aber es interessiert mich natürlich besonders. Es ist jetzt keine Dependance des Museums, so als Kinderabteilung, sondern Sie sehen es offenbar als ein ganz eigenständiges Haus. Wie ist das? Ja, es ist wirklich eine Kinderwelt, die auch einige tausende Quadratmeter gibt. So, es ist nicht nur eine kleine Abteilung. Es ist ein Haus für eine Geschichte, das ist die Geschichte von der Arche Noah. Mhm. Und das ist eine Erzählung aus dem Torah, aber auch in Christentum und Islam gibt es dieselbe Geschichte und es gibt auch Flutgeschichten in alle Kulturen. Mhm. Und dort ist eine riesige Arche aus Holz gebaut und dann gibt es 150 verschiedene Tiere und die sind alles mit rezyklierten Materialien und mit gefundenen Sachen zusammengestellt. Und die Kinder werden eingeladen, um wirklich über die Schöpfung und die Flut und das Leben nach dem Flut und die Zukunft damit sich zu engagieren und das nachzuspielen und darüber nachzudenken. Und dann kommt man natürlich auf alle Themen von ich weiß nicht mal, wie man das sagt, aber Sustainability, Nachhaltigkeit. Ja, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltigkeit, wie leben wir mit der Natur, mit den Tieren, all diese Sachen. Und was auch sehr schön war, weil wir hoffen, dass das auch dann ein Punkt für Treffen in diese Kids gibt, dass auch mit der ganzen Entwicklung dieses Museum jeden Monat über mehrere Jahre mit verschiedenen Grundschulen hier in Berlin und auch in dieser Gegend mit den Kindern gesprochen ist. So, es war so ein Beirat von Kindern, die auch mit entschlossen haben, zum Beispiel diesen Namen Anoa. Das ist auch mit den Kindern zustande gekommen und sie haben viele Wünsche gesagt und die sind auch durchgeführt in das Museum. Und wir hoffen, dass es dann auch so ein familienfreundlicher Punkt in diese Nachbarschaft gibt.
also das Leben nach der Flut, das Leben nach der Katastrophe, genau das, worauf wir alle jetzt sehr, sehr hoffen. Im Spätsommer, haben Sie gesagt, könnte es dann soweit sein. Das hoffen wir alle sehr. Und wir hoffen natürlich, dass dann dieses schöne Haus genau das tun kann, wofür es ja gebaut wurde, nämlich Menschenmassen, die neugierig sind und etwas wissen wollen über das jüdische Leben, hier zu empfangen. Herzlichen Dank, alles Gute Ihnen. Ich danke Dankeschön. Ihnen auch. Ja, war sehr schön. Punktlandung, 40 Minuten.